Und wie gesagt, es war bitter, als wir es zumachen mussten. So geht es überall. Die ganzen guten Pensionen, die wir hatten, da kann man jetzt schon sagen, in 3, 4, 5 Jahren werden die leer stehen, wenn sie nicht verkauft werden. Aber das ist eben im Hart schwer. Das war ein Einzelzimmer hier, wo besonders gefährdete Patienten drin waren, also die sehr unruhig waren, sehr aggressiv waren oder eben auch suizidal waren. Es war eine der schwersten Entscheidungen, die ich im Nachhinein, ich will nicht sagen bereue, es gibt auch Brüche in Biografien, die nützlich sind. Wir haben eigentlich mit denen zu kämpfen, die meinen, sowas ist nur interessant, um es zu zerstören. Die Bomben haben ihr Ziel verfehlt. Die Gründe sind nie genau geklärt worden. Möglicherweise einfach nur ein Mikrosekundenfehler des Piloten. Und da sind wirklich viele Freudentränen geflossen und alle haben derzeit nachgetrauert. Ich kann mich erinnern, einer aus Indien war mal ein Student, der hier studiert an der DDR. Mit dem sind wir im Winter Schlitten gefahren, der hatte noch nie Schnee gesehen. Ich muss ehrlich sagen, wir haben immer gesagt, unsere Alten. Das war nicht abwertend, das war eigentlich liebevoll gedacht. Nicht? Es waren unsere Alten. Man hatte eigentlich die Hoffnung, dass das auch weitergeführt wird dann. Ne? Und wie gesagt, dieses Goethe-Zimmer war wunderschön hergerichtet dann. Ja, das ist eben nur unsere Erinnerung, die wir daran haben.